Servus und hallo. Heute bauen wir mal was ganz anderes als sonst. Ich habe in der Vergangenheit schon so viele Kommentare von euch bekommen, dass ich mir endlich mal einen Rüttler zum Betonverdichten zulegen soll. Heute ist es soweit. Ich habe ja eigentlich schon lange einen, den da hier, einen Flaschenrüttler, aber ihr seht, das ist halt ein Riesengerät, der hat viel zu viel Power und da haut es einem ja die ganze Schalungsform auseinander, wenn man da so kleinere Projekte verdichten will. Also ja, der ist deutlich zu groß. Und deswegen ist mein Plan, sowas in klein selbst zu bauen. Und da besorgen wir uns jetzt erstmal die Sachen. Auf geht's. Wenn ich so kleinere Metallteile wie zum Beispiel Schrauben brauche, gehe ich ganz gerne in den Sonderpostenbaumarkt, weil da hat man nämlich den Vorteil, dass man das Material da als Kiloware bekommt. Und da ist es dann oft deutlich günstiger, als wenn man es sich in Kleinpacken in anderen Baumärkten kauft. Bei dem Werkzeug, was dort angeboten wird, bin ich jetzt von der Qualität her nicht so wirklich überzeugt. Da ist meiner Meinung nach viel Billigkauscht aus China dabei. Aber ich bin auch der Meinung, dass man als Heimwerker nicht immer das teuerste Werkzeug braucht. Man kommt auch mit günstigem Werkzeug ans Ziel, habt ihr bei mir auch schon oft gesehen. Ich verwende ja auch zum Großteil günstige Werkzeuge. Ja, mit Metall habe ich ja auch schon ewig nichts mehr gemacht. Dann leg mal los, da habe ich auch wieder mal richtig Bock drauf. Als Vibrationskörper habe ich mir so ein Stahlrohr besorgt mit so einer Endkappe. Die kann man hier aufschrauben und dann haben wir die eine Seite von unserem Rüttler schon mal abgedichtet. Bezüglich der Umsetzung habe ich mir zuvor im Internet ein paar Videos angeschaut. Man muss leider sagen, es gibt jetzt nicht wirklich viel zu dem Thema, aber ich bin dann auch relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass ich es anders umsetzen werde, auf meine Weise, weil ich denke, es geht auch einfacher und schneller. Zum Beispiel als Führungswelle habe ich jetzt hier einen Gewindestab verwendet, als Führung Unterlegscheiben. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Also so ein Rüttler ist ja von der Konstruktion her, von der Mechanik kein Hexenwerk und ja, es führen viele Wege nach oben. Schauen wir mal. An der Rückseite von unserem Vibrationskörper brauchen wir später auch noch irgendeinen Abschluss, dass uns dann die Gewindestange nicht nach hinten rausrutscht. Und da habe ich einfach eine Mutter genommen, die etwas größer ist als der Rohrdurchmesser. Habe sie rundum ein wenig abgeschliffen, sodass man sie dann ins Loch einpassen kann. So, dann schauen wir mal, ob es reinpasst. Passt nicht ganz, geht noch ein bisschen schwer, aber so ist es ganz gut. Ich denke, das können wir noch reinhämmern. Perfekt. Ja, das ist gut geworden. Und dass es dann auch hundertprozentig fest ist, machen wir dann später noch zwei Schweißpunkte drauf. So, jetzt geht's mit einem etwas komplizierteren Teil weiter. Und zwar müssen wir jetzt irgendwie dieses Stahlseil mit dieser Hülse hier verbinden, dass es fest ist, dass man die Hülse dann hier aufschrauben kann und dass die zwei Teile dann fest miteinander verbunden sind. Ja, das ist nicht ganz einfach, aber ich habe eine Idee. Schauen wir mal. Ich werde jetzt hier einfach mal versuchen, zwei Löcher reinzubohren, dann schneidet man Gewinde an, dann versucht man das mit einer Schraube festzudrehen. Das ist dann auch genau das, was mich persönlich an solchen Projekten immer motiviert. Man hat eine Idee im Kopf, macht sich dann Gedanken, wie man es umsetzen kann und ist sich dann nicht hundertprozentig sicher, ob es dann auch so funktioniert und dann fängt man einfach mal an zu bauen. Meistens ist es dann so, dass es zwischendrin dann noch ein paar Probleme gibt, die man irgendwie lösen muss, aber das funktioniert auch meistens und ich muss sagen, bei mir ist es in den wenigsten Fällen Fall, dass ich ein Projekt von vorne bis hinten komplett durchplane. Ich mache mir einen gewissen Plan im Kopf, fange dann einfach an und meistens funktioniert es dann auch, zumindest meistens. Wahrscheinlich nicht die schönsten Gewinde, die jemals geschnitten worden sind, aber für meine Zwecke ja, ist das vollkommen ausreichend. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Stahlseil hier dann auch festbekommen. Und ja, es hat bestens funktioniert. Ich habe jetzt gerade mal versucht, den Kopf hier zusammenzubauen, aber ich habe ein kleines Problem und zwar die Köpfe von den Befestigungsschrauben, die schleifen leicht, die liegen leicht an, stehen zu euch über. Ja, am besten wäre natürlich jetzt Madenschrauben, wo man komplett versenken kann, habe ich aber nicht da. Deswegen müssen wir uns irgendwie anderweitig weiterhelfen. Ich glaube, da werden wir mal ein bisschen abschleifen. So, ausgezeichnet, jetzt läuft es problemlos. Also drehen tut sich unsere Welle jetzt schon, aber dass wir dann später auch eine Vibration hinkriegen, brauchen wir eine Unwucht. Also das bedeutet, wir müssen jetzt hier was anschweißen, wo dann quasi die Unwucht erzeugt. Ja, und da habe ich auch schon eine Idee. Da nehmen wir einfach ein altes Stück Metall. Davon schneiden wir uns jetzt einfach ein kleines Stück ab und das schweißen wir dann an. Ah ja, übrigens als kleinen Praxistipp zwischendurch, wenn er Metall verarbeitet, zieht nicht unbedingt ein Flanellhemd an, so wie ich. Weil schaut mal her, das kommt dann dabei raus, ein riesen Loch durchs Flexen. Und das im neuen Hemd, da wird sich die Frau wieder freuen. That is an outstandingly stupid idea. Ja, shit happens, weiter geht's.
Als nächstes wollte ich jetzt dann, wie gesagt, das Metallteil anschweißen. Da hat man jetzt aber das Problem, dass Gewindestäbe normalerweise verzinkt sind. Und verzinktes Material kann man so gut wie nicht schweißen. Und wenn man es schweißt, dann entstehen da giftige Dämpfe. Deswegen habe ich am Anfang erstmal die oberste Schicht abgeschliffen und dann kann man mit dem Schweißen beginnen. Also ich persönlich bin kein guter Schweißer. Ich komme halt so weit, dass ich zwei Metallteile einigermaßen zusammenbrutzel, aber mehr auch nicht. Die Profis unter euch, bitte nicht so genau hinschauen. Die Schweißnaht ist miserabel, das weiß ich, aber das ist bei dem Projekt auch vollkommen unrelevant, weil es wird man eh nachher nicht sehen. Schleift man nochmal drüber, dann schaut es einigermaßen aus, aber wie gesagt, von Schweißnähten, die gut aussehen, ist es hier meilenweit entfernt. So sieht das Ganze jetzt mal aus. Ins Rohr passt es auch rein, lässt sich drehen. So können wir es erstmal lassen. Ob das natürlich jetzt dann von der Unwucht reicht, dass wir eine gescheite Vibration haben, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf was es da ankommt, ob es da irgendwelche Berechnungsmöglichkeiten gibt. Naja, wir testen es jetzt einfach mal. Das Zugseil muss natürlich gespannt sein, deswegen habe ich mir hier Schläuche in verschiedenen Stärken besorgt, die dann immer genau ineinander passen. Wenn die Schläuche ein bisschen schwergängig sind, kann man sie entweder erhitzen oder ein bisschen Silikonspray verwenden und dann geht es ganz einfach. Ja, den letzten Schlauch habe ich von der Größe her so gewählt, dass er ein kleines bisschen kleiner ist als mein Gewinde und dann kann man das Gewinde fest aufschrauben und hat dann auch eine feste Verbindung. Damit wären wir eigentlich schon fertig. Jetzt bin ich gespannt, ob das Ganze auch funktioniert. Jetzt machen wir mal einen Test. So, schaut doch gut aus. Bevor wir das Ganze im Beton testen, können wir schon mal eine kleine Trockenübung machen und dann sehen wir schon mal, ob und wenn ja, wie es funktioniert. So, das kann man zum Beispiel ganz einfach mit dem Akkuschrauber betreiben. Gucken wir mal. Also ihr habt gesehen, es funktioniert, aber die Stärke, also die Vibration, die haut mir jetzt noch nicht aus der Socken. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was an der Unwucht ändern. Naja, schauen wir mal nochmal, dass wir da noch ein bisschen anschweißen. So, jetzt, da bin ich wieder. Hab noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Ich habe zum Beispiel noch ein bisschen Material angeschweißt, um die Unwucht noch ein bisschen zu erhöhen. Habe die zwei Unterlegscheiben rausgenommen, dass sich der Körper da drin freier bewegen kann und freier schwingen kann. Und habe mir hinten noch eine Aufnahme angeschraubt. Also die habe ich genauso hergestellt wie den anderen Verbinder. Und jetzt werden wir mal testen, ob es jetzt von der Power her ein bisschen anders aussieht. Ja, also ich würde sagen, ein kleines bisschen mehr vibriert jetzt schon. Zumindest habe ich das Gefühl. Aber so richtige Power haben wir immer noch nicht. Ich besorge mir jetzt mal was mit ein bisschen mehr Umdrehung. Und zwar die Bohrmaschine hier. Das war schon ein bisschen mehr Vibration, kam ein bisschen mehr Power an und jetzt machen wir einen Praxistest mit Beton. Für den Test habe ich mir jetzt hier schon ein bisschen Beton vorbereitet. Von der Konsistenz her nicht zu flüssig und auch nicht zu fest, so wie man halt verarbeiten wird. Geben wir jetzt mal hier grob in das Glas rein. Wie ihr sehen könnt, ist der Beton ganz locker und unverdichtet. Bin startklar, legt mal los. Ja, das schaut doch schon mal ziemlich blasenfrei aus. Das hat, so wie es jetzt auf den ersten Blick aussieht, ganz gut funktioniert. Dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt hier genauso stehen, ohne es noch weiter zu bewegen. Und dann schauen wir uns morgen das fertige Ergebnis an. Dann bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Ja, lieber ein paar Handschuhe. So ist besser. Also wenn ich mir das Ergebnis jetzt hier so anschaue, wirklich zufriedenstellend ist es nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht ganz schlecht. Aber es sind doch schon noch einige Lufteinschlüsse enthalten. Ja, die wollten wir eigentlich nicht haben. Also wie gesagt, vom Ergebnis bin ich jetzt so nicht so wirklich überzeugt. Man hat ja gesehen, dass das Prinzip grundsätzlich funktioniert hat, aber irgendwie fehlt es da ein bisschen an der nötigen Power. Deshalb werde ich mir dafür kleine Schalungen noch was anderes einfallen lassen müssen. Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee, wie man die Power hier erhöhen kann, weil dann wird es funktionieren. Und ja, kann nicht immer alles funktionieren wie geplant. War ein Versuch wert, aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet. Und dann sehen wir uns in den nächsten neuen Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.